Unsere Themen am Mittwoch: Fachkräftesicherung in der Lausitz, ein Meister der großen Showillusion und die Folklore-Lawine rollt wieder. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Laufen Sie für den Tierpark. Der 4. EG-Wohnen-Charity-Lauf. Los geht's am 4. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 4. EG Wohnen Charity Lauf am 4. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Mittwoch. In der Lausitz wird fast so viel CO2 aus Braunkohle produziert wie in den gesamten USA. Das geht aus dem ersten Kohleatlas hervor, den die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt- und Naturschutz gestern vorstellten. Demnach zeigen die Recherchen, dass der Abbau von Braun- und Steinkohle und deren Verbrennung verheerende Folgen für Mensch und Natur habe. Keine andere Energiequelle trage weltweit so stark zur Erderwärmung bei. Mit der Vorstellung des Atlas fordert der Vorstand der Stiftung die Bundesregierung auf, zu handeln. Der Konzern Vattenfall hält trotzdem weiter an seinem Widerstand gegen die geplante Klimaabgabe fest. Das neue Ausbildungsjahr steht kurz bevor. Noch immer sind Lehrstellen in der Lausitz unbesetzt. Auf 75 Ausbildungsplätze kommen heute statistisch 100 Bewerber. Deutlich weniger als noch vor einigen Jahren. Sogar große Unternehmen haben bereits Probleme, geeignete Bewerber zu finden. Um die Wirtschaftskraft in unserer Region langfristig zu sichern, braucht es konkrete Lösungen. Christian Fritsche erlernt derzeit den Beruf des Altenpflegers. Seine Ausbildung macht er im Zentrum für Fachkräftesicherung in der Ewald-Hase-Straße. Christian lernt hier, wie man Patienten pflegt, betreut und sie transferiert. Ich mach's gerne, ich bin sehr, sehr sozial. Hab früher auch im Beruf gearbeitet, in einem Jahr FSJ habe ich gemacht. Es war schon spannend. So wie Christian geht es vielen jungen Menschen hier. Einen umfassenden Eindruck von den Ausbildungsmöglichkeiten konnte man sich heute machen. Das Zentrum für Fachkräftesicherung stellte sich der Öffentlichkeit vor. Initiiert wurde das Ganze von der Lausitzer Wirtschafts- und Gesundheitsakademie LWGA und dem TÜV Rheinland. Insgesamt 11 Unternehmen bieten hier Ausbildungen an. Wenn man heute hier rumgeht, dann lacht einem das Herz, weil hier so viel passiert ist. Es ist alles vermietet. Wir haben als LWGA ca. 200 Schüler. Der TÜV hat sehr viele Schüler. Wir haben hier sehr viele Firmen, die hier sehr, sehr gute Arbeit leisten, die auch Mitarbeiter eingestellt haben. Und hier ist in den vergangenen Jahren viel passiert. Und was uns ganz wichtig ist, auf diesem Gelände wird ausgebildet, es wird umgeschult, es wird qualifiziert und es wird vermittelt. Tischler, Schweißer, Köche, Kfz-Mechatroniker und reichlich mehr. Viele Ausbildungen werden angeboten. Der größte Bereich ist aber die Altenpflege. Dafür interessierte sich auch Yvonne Sergon. Sie ist Bildungsbeauftragte bei den Lebenshilfewerkstätten und schaute sich heute an, welche Möglichkeiten ihre Schützlinge hier haben. Wir sind mit den Lebenshilfewerkstätten hier, wollten unseren Mitarbeitern einfach mal ermöglichen, zu schauen, was es denn für Ausbildungsmöglichkeiten gibt hier und werden hier gut beraten. Wir haben jetzt im medizinischen Bereich erst durchlaufen, gehen dann noch in die Ballettschule, gucken mal, was dort noch drauf in Zukunft, mal schauen. Das Zentrum schafft aber nicht nur Ausbildungsplätze, sondern auch Arbeitsstellen. Viele der Azubis werden übernommen. An die Familie wurde auch gedacht. Eine Kindertagesstätte ist direkt auf dem Gelände. So soll hier auch ein Teil zur Fachkräftesicherung in der Region beigetragen werden. Nun ist es offiziell. Der FC Energie Cottbus löst die Verträge mit Spinnig Pospech und Fabian Pavela in beiderseitigen Einvernehmen zum 30. Juni auf. Die beiden Stürmer konnten weder die Erwartungen der sportlichen Leitung noch die eigenen Ansprüche erfüllen. Weiter geht es jetzt mit aktuellen Kurznachrichten. Und die beginnen mit einem Sportfest für Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap. Sportfrei.
Mehr als 550 Schüler starteten heute Morgen ihre Mission Paralympics. Das größte Schulsportfest dieser Art geht in der Lausitz bereits in die vierte Runde. Beim BMX-Fahren oder Torwandschießen sowie an über 18 weiteren Stationen konnten sich alle gemeinsam auspowern. Dabei sollten die Schüler lernen, sich auch mal in die Lage ihrer Mitschüler zu versetzen. Ein Blick in die Zukunft. Wer gerne im Voraus plant, ist bei der Vocatium Niederlausitz-Schlesien gut aufgehoben. Die Fachmesse für Ausbildung und Studium öffnete heute in der Stadthalle ihre Türen. Schülern aus Südbrandenburg, Ostsachsen und Westpolen steht es frei, die Messe zu besuchen. Auf sie warten nicht nur Aussteller vieler Betriebe und Hochschulen, es werden zusätzlich auch Workshops und Trainings für Bewerbung und persönliche Entwicklung angeboten. Ein Besuch ist morgen bis 15 Uhr noch möglich, der Eintritt ist frei. Schwimmen wird teurer. Das Sport- und Freizeitbad Lagune erhöht die Eintrittspreise. Hauptgrund sind die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Energiekosten für Wärme, Strom und Gas. Diese haben sich zwischen 2010 und 2014 um 39% erhöht. Trotz des stetig wachsenden Anstiegs der Besucherzahlen können die erhöhten Kosten nicht aufgefangen werden. Die neuen Eintrittspreise gelten bereits seit Montag. Jetzt kostet zum Beispiel eine Tageskarte für Erwachsene 7,50 Euro. Ein 19-Jähriger hat auf dem Dachboden eines Einfamilienhauses im Cottbuser Süden illegal Drogen angebaut. Die Polizei wurde gestern darüber informiert und fand vor Ort 5 Cannabispflanzen und stellte diese sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Verwandlungskünstler Ennio Marchetto ist ein preisgekrönter Comedian und Verwandlungskünstler. Genauer gesagt ein Papierverwandlungskünstler. Seine Figuren sind unnachahmlich und seine Verwandlungen blitzschnell. In den letzten 18 Jahren trat der Magier des Papiers in über 70 Ländern und vor mehr als 1 Million Menschen auf. Jetzt kommt er sogar nach Cottbus. I'm Ennio Marchetto. I'm a Venetian. I'm a performer. And I think I create my own style because I can't really say that I'm a mime because I'm also a clown. And on stage, I'm a funny guy. Ennio Marchetto braucht keine schweren Roben, keine erdrückende Perücke. Ennios Kunst lebt einzig und allein von Papier, Pappe, Schere und Farben. Mit denen schneidert der gebürtige Venezianer grellbunte Bühnenkostüme. Bei seinen Auftritten schlüpft er in einem atemberaubenden Tempo in immer neue Rollen. Ob Madonna, Cher, Michael Jackson oder die Mona Lisa. Erstmals ist der Entertainer live in Cottbus zu erleben. Diesen Samstag gastiert Ennio Marchetto im Staatstheater. Los geht's um 19.30 Uhr. Que será, será. Und wenn Sie jetzt Interesse haben, wir haben 3x2 Freikarten für den einzigartigen Verwandlungskünstler. Rufen Sie einfach morgen ab 13 Uhr bei uns an unter Cottbus 380 390. Viel Glück! Von einem Gewinnspiel gleich zum nächsten. In der gestrigen Sendereihe Unterwegs mit Landskron haben wir Fassbrause, Maibock und alkoholfreies Weizen verlost. Antwort A war richtig. Forst wird in diesem Jahr natürlich 750 Jahre alt. Gewonnen haben Peter Krause aus der Thiemstraße, Gerhard Schuck aus der Briesniger Straße in Heinersbrück, Sabrina Lehmann aus der Kantstraße, Ingrid Kumoll aus der Barlachstraße und Peter Pieler aus der Schmelwitzer Straße. Alle Gewinner können morgen ab 10 Uhr ihre Preise hier im Sender abholen. Sie wird wieder laut und bunt. Die Rede ist von der Folklore-Lawine. 13 Ensemble aus ganz Europa, Kanada und Indien tanzen dieses Mal in Cottbus, Forst und Lübbenau. Musik
farbenfrohe Trachten und Musik aus anderen Ländern. In gut einem Monat gibt es in der Lausitz eine große multikulturelle Vielfalt. Dann rollt die internationale Folklore-Lawine wieder durch die Region. Dreizehn Ensembles treten vom 3. bis 5. Juli auf. Darunter sind Gruppen aus Indien, Weißrussland oder Zypern. Die Kriterien sind schnell erklärt. Man muss Spaß an der Sache haben. Es muss ein Folklore-Ensemble sein, welches tanzt und singt oder nur singt, haben wir auch teilweise dabei. Und man muss es gerne machen. Und wir stellen keine großen Ansprüche an Professionalität oder Ähnliches, wobei wir aber Glück haben und die meisten Ensembles, die sind fast professionell. Also es ist immer faszinierend, was die alles so leisten. Den weitesten Weg haben die Teilnehmer aus der Türkei. Sie nehmen eine 30-stündige Fahrzeit auf sich. Mit ihnen reisen über 300 Tänzer an. Somit ist in Cottbus, Forst und Lübbenau die halbe Welt zu Gast. Wir können also hier wirklich Völkerverständigung zelebrieren, weil auf dieser Welt ja so viel los ist und ja auch nicht gerade angenehme Sachen, sondern viele Konflikte. Und wenn wir die Welt hier zu Gast einladen, ist das natürlich eine ganz schöne Sache. Und wir können sagen, wenn man miteinander redet und tanzt und singt, da kann man wirklich ganz viel mit den Menschen erreichen. Um die Horde bestmöglich zu betreuen, braucht es im Hintergrund viele fleißige Helfer. Die Sparkasse Spree-Neiße und Niederlausitz beteiligen sich aktiv an dem multikulturellen Festival. Zusammen mit ihnen ist den Verantwortlichen im Jubiläumsjahr wieder ein abwechslungsreicher Dreiklang aus Gesang, Musik und Tanz gelungen. Am Freitag, dem 3. Juli, geht es dann um 11.30 Uhr am Altmarkt los. Das Hauptprogramm startet um 14 Uhr auf der Bühne am Spreeauenpark. Kulturell abwechslungsreich geht es jetzt weiter mit unserer Sendereihe Meine 5 Minuten. Dr. Carola Wiesner entführt Sie heute in die Welt des Qigongs. Im Anschluss sehen Sie noch das aktuelle Expertenangebot. Wenn Sie gerne Kaffee trinken, sollten Sie also unbedingt dranbleiben. Ich darf mich vorher von Ihnen verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder hier. Bis dahin. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Qigong steht heute auf dem Plan. Ich habe mir Gitti und Gerd eingeladen. Gerd ist Qigong-Lehrer. Wir zeigen einige Übungen aus dem Qigong. Das Qi wecken. Die Arme sanft heben und fallen lassen. Dabei die Schultern schön unten lassen. Die Brust weiten. Dazu die Arme heben und weit öffnen. Rudern über einen ruhigen See. Dabei die Arme im großen Kreis wieder nach vorn ziehen.
weit öffnen. Zum Meeresboden greifen und zum Himmel schauen. Zum Meeresboden greifen, dann die Arme heben, öffnen und eine ganz leichte Hohlkreuzhaltung beibehalten. Wieder nach vorn. Die Wellen bewegen. Wie ein Adler fliegen. Dazu die Arme heben, auf den Ballen gehen, die Arme wieder senken. Ganz leicht in die Knie gehen. Arme heben und wieder senken. Arme heben. Senken. Und noch ein letztes Mal. Das Qi beruhigen. Und ein letztes Mal die Arme über die Seite, nach vorn, wieder ran und tief. Herzlichen Dank, Dee und Gerd, für diese Qigong-Stunde, für diese Qigong-5 Minuten. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleiben Sie fit und gesund. Expertenangebot der Woche ist ein Design-Highlight aus edlem, matten Chromagan-Edelstahl. Der abnehmbare Wassertank hat bis zu 800 ml Füllvolumen und der universelle PET-Halter hat Platz für 1 bis 2 handelsübliche Soft-Kaffee-Pads. WMF hat eigene Patente in diese Maschine mit eingebaut, wie zum Beispiel das WMF Pre-Brewing-System für eine optimale Entfaltung des Kaffeearomas während des Brühvorgangs. Mit dem WMF Perfect Crema System gelingt euch auf Knopfdruck die optimale Tasse Kaffee mit der perfekten Crema. Und die Tassenfüllmenge lässt sich individuell programmieren. Ihr könnt euch durch den Heißwasserauslauf auch andere Getränke zubereiten, wie zum Beispiel Tee oder Chai Latte. Die Kaffeepad-Maschine ist durch die WMF Eco Energy Funktion zudem auch noch energiesparend, weil sie eine Abschaltautomatik und einen Standby-Modus hat. Diese Kaffeepad-Maschine von WMF bekommt ihr in allen Expert-Fachmärkten für nur 49 Euro.
Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Erlebnispark Teichland. In der kommenden Nacht erwarten uns angenehme Temperaturen um die 15 Grad. Vereinzelt können Wolken am Himmel auftauchen, mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Am Donnerstag startet der Tag dann mit milden 18 Grad. Im Verlauf des Tages erwarten uns Höchstwerte um die 22 Grad. Vereinzelt ziehen Wolken auf. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Erlebnispark Teichland. Dir gefällt dein altes Ich nicht mehr, aber hast Angst vor Veränderung? Du willst einen neuen Look, aber hast keine Ahnung, was zu dir passt? Dann bewirb dich jetzt bis zum 14. Juni bei Mandys Lockenexpress und gewinne ein komplettes Umstyling. Schick einfach ein Foto und schreib uns, warum du ein neues Ich möchtest. LTV ist mit der Kamera dabei. Das ist die Chance für deinen Neustart. Haben Sie schon mal mit unserem Oberbürgermeister gewettet? Haben Sie schon das deutsche Sportabzeichen erlangt? Haben Sie lange Zeit keinen Sport mit Ihren Kollegen, Ihren Nachbarn, Freunden oder in der Familie gemacht? Na dann wird's aber Zeit. 25 Jahre organisierter Sport, 25 Jahre Stadtsportbund Cottbus e.V. Und das wird sportlich gefeiert. Das Sportwochenende mit vielen Aktivitäten für alle Cottbusserinnen und Cottbusser. Vom 26. bis 28. Juni im Cottbuser Sportzentrum. Und Sie sind alle herzlich eingeladen.